Bericht, Oberbürgermeister, verzichte ich heute. Kommen wir direkt zur Fragestunde der Stadträtinnen und Stadträte. Eine Runde, wie gesagt, es beginnt die AfD-Fraktion und da darf ich Herrn Gielke bitten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, das berufliche Schulzentrum für Wirtschaft Franz Ludwig Gehe soll von Gorbitz nach Prolis umziehen. Diese Entscheidung stößt bei Lehrern, Schülern und dessen Eltern auf Ablehnung. Halten Sie es für möglich, an einem BSZ ein anderes Gymnasium zu gründen als eines mit wirtschaftlichen Berufsausrichtung? Und kennen Sie ein anderes BSZ für Wirtschaft in Sachsen, welches zudem über ein Gymnasium bzw. eine Oberstufe für Wirtschaft verfügt? Vielen Dank. Die Beantwortung übernimmt Herr Dr. Lahmes. Ja, sehr geehrter Herr Gielke, meine Damen und Herren, die Frage zielt ja auf einen etwas umfangreicheren Prozess, den wir zurzeit im Gange haben, der im Sommer nächsten Jahres abgeschlossen werden soll, nämlich den Prozess der Schulnetzplanung, in dem werden die Standorte der Dresdner Schulen für die nächsten 5 Jahre festgeschrieben werden. Und zurzeit liegt ein Referentenentwurf des Schulverwaltungsamtes vor, der öffentlich diskutiert wird. Sie haben ja auch schon an zahlreichen Diskussionen zu diesem Thema teilgenommen. Dazu gehört in der Tat auch die vorgeschlagene Verlegung des beruflichen Schulzentrums Franz Ludwig Gehe von Gorbitz nach Prolis. Und Sie zielen jetzt auf einen Einzelaspekt ab, auf den ich dann anschließend noch gerne eingehen möchte. Diese Verlegung ist von uns vorgeschlagen worden in Abwägung von Entwicklungsinteressen insgesamt dort in der Planungsregion. Ist ja vielleicht später auch noch Gelegenheit, genauer darauf einzugehen. Jetzt jedenfalls ist die Diskussion und da haben wir vorgeschlagen, dass der Umzug nach Prolis erfolgen soll. Das eröffnet gleichzeitig die Perspektive, hier ein berufliches Gymnasium anzusiedeln. Wir sind uns mit der Bildungsagentur darüber einig, dass ein zusätzlicher Bedarf für ein solches berufliches Gymnasium in Dresden entstehen wird. Und wir sind der Auffassung, dass das dann dort auch gut platziert werden könnte, aufgrund der verkehrlichen Erreichbarkeit und aufgrund der räumlichen Kapazitäten, die dann nach der Sanierung der Schule dort zur Verfügung stehen würden. Sie sprechen an auf die Frage der Profilierung. Das BSZ Gehe ist ein berufliches Schulzentrum für Wirtschaft. Und wir sind uns ebenfalls mit der Bildungsagentur darüber einig und haben das auch von Anfang an so kommuniziert, dass eine Schwerpunktsetzung eines beruflichen Gymnasiums mit wirtschaftlichem Schwerpunkt schwer fallen wird und hier eher nicht in Betracht kommt. Man muss allerdings beachten, dass ein solches berufliches Gymnasium, was den Schwerpunkt angeht, lediglich 6 Wochenstunden auf den Schwerpunkt verwendet. Das steht also quasi einem Leistungskurs in diesem beruflichen Gymnasium gleich. Im Übrigen ist das ein allgemeinbildendes Gymnasium, das eben zur allgemeinen Hochschulreife führt. Insofern ist es nicht ausgeschlossen, eine andere Profilierung dort zu etablieren. Und dafür gibt es auch Beispiele in Sachsen, die die Genehmigungsfähigkeit zeigen. Ich verweise hier auf eins, was mir jetzt konkret bekannt ist. Das BSZ Ernährung, Gastgewerbe und Hauswirtschaft in Großenhain hat beispielsweise ein berufliches Gymnasium für Gesundheit und Soziales, also eine abweichende Profilierung. Das ist pädagogisch und rechtlich zulässig. Ich habe da noch 2 Nachfragen. Bitte schön. Zum einen, haben Sie denn grundsätzlich dafür Verständnis, dass das BSZ Gehe ein artfremdes berufliches Gymnasium ablehnt? Und die zweite, wie wollen Sie die Lehrerschaft davon überzeugen, dass dieser Umzug dann doch stattfinden muss? Naja, artfremd ist so ein Thema. Ich weiß nicht, ob
ob man da mit solchen ausgrenzenden Begriffen weiterkommt, weder dort noch an anderer Stelle in der politischen Diskussion. Natürlich fällt es einer Schule leichter, ein Profil dort aufzunehmen im beruflichen Gymnasium, das zum eigenen Profil unmittelbar passt. Aber Beispiele, die wir haben, zeigen eben auch, dass es durchaus anders darstellbar ist. Wir müssen uns in dem Angebot, das wir schaffen, an dem Bedarf nicht der Lehrerinnen und Lehrer, sondern am Bedarf der Schülerinnen und Schüler ausrichten. Die sind uns vor allen Dingen hier ans Herz gelegt. Das heißt also, dass wir die Bedarfe abdecken müssen in der Profilierung, die in der Schülerschaft am ehesten vorkommen. Das berufliche Gymnasium ist ein sehr wichtiger Ausbildungsgang für Schülerinnen und Schüler, die die Oberschule absolviert haben und dann eben die allgemeine Hochschulreife erlangen wollen. Das ist auch für die Durchlässigkeit des Bildungssystems sehr wichtig und wird umso mehr nochmal Bedeutung erhalten, als die Nachfrage nach beruflicher Bildung und damit auch der Oberschulbesuch zunehmen in letzter Zeit, eine Entwicklung, die wir durchaus auch begrüßen und fördern können. Was das Überzeugen angeht, da sprechen wir natürlich sehr intensiv mit allen Beteiligten. Wie gesagt, Sie haben selbst an solchen Veranstaltungen teilgenommen. Das ist ein etwas längerer demokratischer Prozess und am Ende dieses demokratischen Prozesses wird eine demokratische Entscheidung stehen und das ist die Entscheidung des Stadtrates. Dabei ist natürlich nichts alternativlos. Und insofern ist abzuwarten, was der Stadtrat am Ende entscheiden wird. Eins steht jedenfalls fest, wer den Verbleib der Schule dort am Standort in Gorbitz festlegt, der wird auch beantworten müssen, wie die Standorte für die 150. Oberschule und das für die Planungsregion Mitte-West vorgesehene Gymnasium beantwortet werden können. Und da kann ich nur darauf verweisen, dass da eine sehr, sehr aufwendige, sehr lange und eben nur in Teilen erfolgreiche Standortsuche hinter uns liegt. Insofern ist nichts alternativlos, aber die Alternativen sind auch nicht so ohne weiteres zu beschreiben, sonst hätten wir es auch nicht vorgeschlagen. Ich möchte einen positiven Aspekt für das BSZ für Wirtschaft am Ende noch hervorheben. Das wäre beim Umzug dort in die Boxberger Straße neben der guten Erreichbarkeit des Standortes auch, dass die Schule dort in ein komplett saniertes Gebäude mit einer neu errichteten Sporthalle ziehen könnte. Vielen Dank. Wir setzen fort mit der CDU-Fraktion. Herr Krüger, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, bereits zu Beginn des Jahres hatte ich eine umfangreiche Anfrage zur geplanten Umgehungsstraße durch das Landschaftsschutzgebiet zwischen Laubegass und Heugewitz gestellt. Und freilich interessiere ich mich auch weiterhin für den Fortgang des Planungsstandes bzw. der angedachten Umsetzung. Im Frühjahr hatten Bürger in Heugewitz und Laubegass über 1.000 Unterschriften gegen diese geplante Interimstraße gesammelt. Am 24. August wurde mir durch die Stadtverwaltung schriftlich versichert, dass damit das große Interesse der Bevölkerung für das Bauvorhaben sichtbar sei und im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens, das durch die Landesdirektion Sachsen durchgeführt wird, für alle Betroffenen die Möglichkeit bestünde, ihre Belange zum Vorhaben darzulegen. Daher folgende Fragen. Welchen Stand hat das Planfeststellungsverfahren derzeitig und wann ist mit der Offenlegung zu rechnen? In welchem Rahmen plant die Stadtverwaltung Bürgerversammlungen und Informationsveranstaltungen für Anwohner, Betroffene und Interessierte sowie damit verbundene Beteiligungsprozesse? Die Beantwortung übernimmt für Herrn Schmidtler-Montin Frau Jenichen. Sehr geehrter Herr Stadtrat Krüger, in den kommenden Wochen werden die Endexemplare der Planfeststellungsunterlagen zum gesamten Bauvorhaben Willener Straße Alt-Tolkewitz Österreicher Straße an die Landesdirektion Sachsen übergeben. Dann kann die das Planfeststellungsverfahren eröffnen und durchführen. Über alle weiteren
Punkte im Verfahren, die Bürgerdiskussion, den Erörterungstermin entscheidet dann die Landesdirektion Sachsen. Wir informieren gerne darüber, aber es liegt in der Hand der Planfeststellungsbehörde und nicht in unserer. Vielen Dank. Eine erste Nachfrage. Wie wird seitens der Stadtverwaltung mit der Vielzahl an Unterschriften umgegangen und beziehungsweise inwiefern berücksichtigt die Stadtverwaltung diesen gelebten Bürgerwillen bei der Planung und Realisierung dieses strittigen Verkehrsbauvorhabens? Die Unterschriftensammlung für die Zeit des gesamten Bauvorhabens befristete Umgehungsstrecke für die Gebietserschließung zwischen Laubegast und Tolkewitz zeigt das große Interesse der Bevölkerung für dieses Verkehrsbauhaben und am Landschaftsschutzgebiet, was mich persönlich freut. Die geplante temporäre Umleitungsstrecke wird Bestandteil der Planfeststellungsunterlagen sein. Im Rahmen dieses Verfahrens, das eben durch die Planfeststellungsbehörde, die Landesdirektion Sachsen durchgeführt wird, besteht für alle Betroffenen die Möglichkeit, ihre Belange zum Vorhaben darzulegen und im Erörterungstermin auch mit den beteiligten Fachbehörden zu erörtern. Und in Auswertung aller Belange und nach Anhörung der Betroffenen und der Fachbehörden trifft die Landesdirektion Sachsen dann die Entscheidung zum Vorhaben. Eine zweite Nachfrage bitte. Jüngst wurde mir als Stadtrat aus dem Wahlkreis Tolkewitz, aber auch von einer großen Naturschutzorganisation berichtet, dass bei Spaziergängen durch den Niedersedlitzer Flutgraben eine vielfältige Flora und Fauna zu entdecken ist, darunter wohl auch geschützte Arten. Wie soll dieser Sachverhalt mit einem Straßenbauvorhaben, wenn auch temporär geplant, durch ein Naturschutzgebiet vereinbart werden? In der Tat hat das Gebiet einen hohen Schutzstatus. Die Beobachtungen sind richtig und uns auch bekannt. In Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens wurden die entsprechenden erforderlichen Umweltunterlagen wie der landschaftspflegerische Begleitplan und die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung und die Verträglichkeitsprüfung als Vorprüfung für das Flora-Fauna-Habitatgebiet und das Vogelschutzgebiet Elbtal zwischen Schönau und Mühlberg erarbeitet. Im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wurden durch Fachbüros Erfassung der von der Planung betroffenen Arten bzw. Artengruppen, europäische Vogelarten, Fledermäuse und Juchtenkäfer durchgeführt. Und für den Bereich des Altelbarms mit der temporären Umgehungsstraße, der sich im Landschaftsschutzgebiet Dresdner Elbwiesen und Altarme befindet, wurden neben zahlreichen häufigen Vogelarten die planungsrelevanten Vogelarten Neuntöter und Wachtelkönig nachgewiesen, beziehungsweise ist von deren Vorkommen auszugehen. Im Niedersedlitzer Flutgraben wissen wir, dass es Fischotter gibt und wahrscheinlich auch, dass er von Bibern für Wanderungsbewegungen zwischen der Elbe und dem Bereich der Leubener Kiesgruben genutzt wird. Für die Bewältigung dieser artenschutzrechtlichen Problematiken wurden im Ergebnis der Artenschutzprüfung Schutz-, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen formuliert und in den landschaftspflegerischen Begleitplan der Planfeststellungsunterlage übernommen. Für die Umgehungsstraße querenden Säugetierarten Biber und Fischotter sollen entsprechende Durchlässe und Leitzäune als Querungshilfen vorgesehen werden. Zur Einhaltung der Vorgaben ist es vorgesehen, eine ökologische Bauüberwachung einzusetzen. Diese Maßnahmen, vorgeschlagen von der Stadtverwaltung als Antragstellerin, sind Bestandteil dieser Planfeststellungsunterlagen, über deren Planfeststellung die Landesdirektion Sachsen dann entscheidet, nach Ende des Verfahrens. Ich will noch mal hinzufügen, dass wir abgewogen haben, ob der Eingriff insgesamt in alle Umweltgüter ohne diese Umgehungsstraße der geringere ist oder der größere und dass wir natürlich den Eingriff in die Umweltgüter minimieren können, weil wir die temporäre Umleitungsstraße mit auf die vorhandene Trinkwasserleitung, die ja jetzt schon im Bau ist, beziehungsweise gebaut worden ist, drauflegen können. Das hatte ich Ihnen ja schon geschildert. Und in der Abwägung aller Umweltgüter und auch der Situation der Bevölkerung, insbesondere der Umleitungstrasse der Dresdner Verkehrsbetriebe, haben wir entschieden, das so zu beantragen. Und das Weitere werden wir dann im öffentlichen Verfahren sehen. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Scheubach. Herr Oberbürgermeister, bei Anmeldern, Teilnehmern und Beobachtern von
Versammlungen oder des Versammlungsgeschehens insgesamt besteht seit geraumer Zeit der Eindruck, dass Kundgebungen und Aufzüge durch die Versammlungsbehörde der Landeshauptstadt Dresden ungleich behandelt und Versammlungen von Pegida bevorzugt werden. Es entsteht weiter der Eindruck, dieser von einem Kriminellen geführte und hassverbreitende Verein würde in Dresden der rote Teppich ausgerollt. Und vor diesem Hintergrund habe ich folgende Frage. Welche Maßnahmen hat denn der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden als Leiter der Gemeindeverwaltung in den Jahren 2014, 15 und 16 jeweils wann und mit welchen Ergebnissen eingeleitet, um zu prüfen, ob derartige Ungleichbehandlungen durch die Versammlungsbehörde bestehen und darüber hinaus rechtswidrige Entscheidungen durch die Versammlungsbehörde getroffen worden sind? Die Beantwortung übernimmt Kollege Siddel. Sehr geehrter Herr Schollbach, Sie haben zu der Thematik ja auch eine schriftliche Anfrage mit ähnlichem Inhalt gestellt, die im November auch beantwortet ist. In der Anfrage ging es um die Jahre 2015, 2016. In der mündlichen Frage erweitern Sie die Frage auf das Jahr 2014. Ganz grundsätzlich gilt das in der schriftlichen Antwort Gesagte auch hier. Das heißt ganz konkret, jeden Hinweis, der an den Oberbürgermeister, die Verwaltungsspitze herangetragen wird, dass es irgendwo einen nicht korrekten Ablauf gibt, wird natürlich nachgegangen und jeder, der sich schriftlich oder durch elektronische Nachrichten an den Oberbürgermeister wendet, bekommt auch eine ordnungsgemäße Antwort darauf. Das heißt, durch die Verwaltung und die Abläufe, die vom Oberbürgermeister vorgegeben sind, ist grundsätzlich sichergestellt, dass jedem Hinweis auf nicht korrektes Handeln auch nachgegangen wird. Zweitens ist gerade das Versammlungsrecht ja ein sehr stark, nicht nur rechtliches Gebiet, das steht im Begriff schon drin, sondern insbesondere auch ein Rechtsgebiet, das in aller Regel sehr zeitnah Überprüfungen zugänglich gemacht wird. Jetzt weniger durch die Rechtsaufsichtsbehörde, die das auch könnte, sondern in aller Regel erfolgen Überprüfungen im Hinblick auf rechtliche Zweifelsfälle zu Versammlungen ja durch den verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutz. Das heißt also, jeder, der eine Versammlung anzeigt und dort Bedenken hat, dass die versammlungsrechtlichen Entscheidungen nicht korrekt sind, hat die Möglichkeit, das auch gerichtlich überprüfen zu lassen. Insofern ist die Frage der Rechtmäßigkeitskontrolle vorrangig eine, die der Antragsteller jeweils selber erledigen kann. Darüber hinaus sind alle versammlungsrechtlichen Entscheidungen, die im Hause getroffen wird, die rechtlich angezweifelt wird, neben der Bearbeitung im Ordnungsamt auch jeweils einer Bearbeitung im Rechtsamt zugeführt worden. Insbesondere natürlich die Dinge, die vom Verwaltungsgericht bearbeitet werden, werden zuständigkeitshalber vom Rechtsamt federführend nach außen gemacht. Insofern ist zusätzlich zum Ausgangsamt auch ein weites städtisches Amt auch tätig an der Stelle. Gut, dann gestatten Sie bitte die erste Nachfrage. Der Oberbürgermeister hat sich ja verbal in seiner Funktion als Oberbürgermeister auch immer wieder gegen diesen Verein Pegida positioniert. Gleichzeitig entsteht aber schon der Eindruck in der Öffentlichkeit, dass eben genau die von mir zuvor beschriebene Ungleichbehandlung zwischen Demonstrationen von Pegida einerseits und Gegendemonstrationen andererseits von der Spitze der Stadtverwaltung geduldet werden. Dieser Eindruck, der entstanden ist in der Öffentlichkeit, und ich habe auch mit sehr vielen Anmeldern gesprochen von Gegendemonstrationen, die mir zahlreiche Beispiele gesagt haben, über die man nur den Kopf schütteln konnte. Diese Schwierigkeiten sind ja auch vielfach in regionalen und überregionalen Medien diskutiert worden. Und ich frage vor diesem Hintergrund noch einmal, hat es angesichts dieser schwerwiegenden Situation, zu der und dem Ansehensverlust, den die Landeshauptstadt Dresden
national und international erlitten hat, gerade im Zusammenhang mit den Pegida-Demonstrationen, war dies Anlass, einmal grundsätzlich die Arbeit der Versammlungsbehörde zu prüfen? Und wenn ja, mit welchen Ergebnissen? Also es ist zunächst so, dass es ja nicht so ist, als ob sich der Oberbürgermeister nicht auch in diesem Saal zum Thema Versammlungsrecht bereits geäußert hat. Ich möchte an der Stelle nochmal sehr herzlich darum bitten, hier deutlich zu unterscheiden zwischen einer ordnungsgemäßen, insbesondere rechtlich einwandfreien Arbeit und Ergebnissen, die herauskommen, die möglicherweise nicht jedem politisch gefallen. Kern des Versammlungsrechts ist es ja gerade, dass missliebige Meinungen vorgetragen werden. Das heißt, es ist nicht Voraussetzung für die Bestätigung einer Versammlungsanzeige beziehungsweise für die ordnungsgemäße Bearbeitung, dass man die inhaltlichen Anliegen teilt. Es ist gleichwohl Aufgabe einer Versammlungsbehörde, zu deren Arbeit ich auch uneingeschränkt persönlich stehe. Genau diese Aufgabe besteht darin, deutlich zu machen, das Rechtsstaatsprinzip vollzieht sich nach rechtlichen Kriterien. Deswegen ist es uns insgesamt sehr wichtig, Hinweisen auf nicht rechtlich einwandfreie Vorgehensweisen nachzudenken, zu gehen. Das bedarf aber immer einer ganz konkreten Benennung einer konkreten Veranstaltung, eines konkreten Tages, konkreter Umstände. Insofern sprengt ja sicherlich auch Ihre Möglichkeiten, eine Frage zu formulieren, das jetzt konkret aufzubereiten, ist aber die allgemeine Benennung von Umständen der Unzufriedenheit jetzt keine, die grundsätzlich deswegen es anzeigen würde, eine Arbeit insgesamt in Zweifel zu ziehen. Nochmal ganz konkret, jeder Hinweis auf eine Unregelmäßigkeit wird ordnungsgemäß nachgegangen, wie das auch mit vielen anderen Hinweisen, die quer durch alle Fachämter der Landeshauptstadt Dresden regelmäßig eingehen, insbesondere bei belastenden Verwaltungsakten oder insbesondere bei Entscheidungen, wo jemand meint, dass jemand anderes besser behandelt worden ist. Das betrifft sowohl das Verhalten der Verwaltung selbst, das betrifft auch zahlreiche Bürger, schreiben, die sich auf Entscheidungen des Stadtrates beziehen. Insofern ist hier insbesondere im Vordergrund des Versammlungsrechts die Frage der Rechtmäßigkeit auch zu stellen. Und denke, das habe ich auch klar geäußert. Dann darf ich mich zunächst für die Antwort bedanken, auch für die rechtlichen Ausführungen. Das ist mir natürlich bekannt, aber es ist gut, wenn Sie das auch nochmal in der Öffentlichkeit tun. Ich möchte trotzdem folgende Nachfrage stellen. Sie haben ausgeführt, dass jedem einzelnen Hinweis nachgegangen wird. Das ist sehr löblich und ich gehe ja davon aus, dass genau das auch passiert. Meine Frage war aber eine andere. Meine Frage war ganz einfach. Hat es eine grundsätzliche Überprüfung der Arbeit der Versammlungsbehörde der Landeshauptstadt Dresden gegeben? Ja oder nein? Mir ist nicht ganz klar, was Sie jetzt mit der Frage bezwecken, beziehungsweise wo Sie die Antwort nicht verstanden haben. Ich weiß nicht, ob es ein akustisches Thema gegeben, ein akustisches Problem gegeben hat an der Stelle. Es ist doch ganz klar jetzt und in der schriftlichen Antwort gesagt worden, eine grundsätzliche Überprüfung der gesamten Arbeit der Stadtverwaltung, die Versammlungsbehörde gibt, hat es nicht gegeben. Natürlich nicht. Weil wir rund 600 Versammlungen im Laufe des Jahres haben, die durchgeführt werden. Und wir uns natürlich immer auf die Themen beziehen, wo es konkrete Nachfragen, konkrete Probleme eben auch gibt. Und um das insoweit zu ergänzen, das ist ja auch nicht neu hier in diesem Raum, habe ich in meiner Rede im Oktober genau eine tiefere Betrachtung dieser Arbeit angekündigt, habe im Ältestenrat Sie auch alle aufgefordert, wenn Sie Fragen haben, die in solche Bewertungen mit hineinfließen sollen, diese entsprechend zuzuarbeiten. Wir einen entsprechenden Verfassungsrechtler damit beauftragen, werden uns die Aufgaben anzuschauen, wenn es ernstzunehmend Punkte gibt, wo Verbesserungsbedarf im Handeln der Versammlungsbehörde sich aufzeigen kann. Ich möchte aber eins noch mal ganz deutlich sagen. Ich habe mich vor wenigen Tagen erst mit der Versammlungsbehörde, mit den Mitarbeitern hingesetzt. Und ich kann wirklich sagen, mit Fug und Recht, dort haben Sie nie Leute sitzen, die das verdienen,
was gerade hier mit so einer unterschwelligen Fragestellung, Unterstellungen kundgetan wird. Hohen Respekt vor dem, was diese Mitarbeiter an Arbeitspensum realisieren. Die haben in den letzten 3 Jahren ungefähr fast eine Vervierfachung dessen, was sie an Arbeitsvolumina bewältigen. Die machen das mit einem unwahrscheinlichen Engagement weit über die normale Arbeitszeit hinaus, haben unwahrscheinlich auch große Anzahl an Überstunden noch aufgebaut. Und auch von dem jetzt mal politisch gesprochen, da sitzen keine Rechtsaußen dort. Dann, wenn Sie... Entschuldigung, jetzt bin ich dran. Diese Unterstellung jetzt gegenüber von Mitarbeitern, das ist harter Tobak. Und da würde ich auch ganz vorsichtig sein an Ihrer Stelle. Und damit das eben eine ordnungsgemäße Form bekommt, habe ich ja gesagt, wie wir das Verfahren wählen. Und wenn Sie Hinweise haben, habe ich Ihnen das auch im Ältestenrat gesagt, dann arbeiten Sie mir die Fragestellungen, die zu untersuchen sind, zu. Dann werden wir das sachlich, ordnungsgemäß abarbeiten. Und wenn es Verbesserungsnotwendigkeiten gibt, wenn es Anhaltspunkte gibt, die nicht sauber gelaufen sind, werden wir die Letzten sein, die nicht sofort im Interesse unserer Stadt handeln. Aber ich warne davor, Mitarbeiter vorzuführen, die mit einem hohen Einsatz für unsere Stadtverwaltung tätig sind. Und ich kann bisher nicht erkennen, dass sie nicht nach Recht und Gesetz arbeiten und dass sie jemanden bevorteilen. Dieselben Vorwürfe, die Sie jetzt vorgetragen haben, kommen von der anderen Seite ganz genauso an die Versammlungsbehörde. So, meine Damen und Herren, kommen wir zur nächsten Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, erfreulicherweise konnte die Stadt Dresden und konkret die Bäder GmbH dieses Jahr 2 neue Schwimmhallen eröffnen. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Nachricht. Mit dieser erfreulichen Erweiterung der Schwimmangebote ist aber auch verbunden, dass ein Mehrbedarf für die Deckung der Nutzungsgebühren dadurch anfällt. Und die Bäder GmbH hat das meines Erachtens schon sehr frühzeitig angezeigt und auch im Sportausschuss ist dieses Thema öfter schon in der Diskussion gewesen. Meine Frage zu dir, zu dieser Situation ist, an welcher Stelle im Haushalt oder durch die Verwaltung dieser Mehrbedarf eingestellt und wie ist ab dem 1. Januar 2017 das Training für die Dresdner Schwimmsportvereine sichergestellt? Ich bitte darum dann, dass der eingestellte Betrag und auch die Höhe dieses Mehrbedarfs mitgenannt wird. Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Dr. Lammes. Ja, die Details sind nachzureichen. Eins steht fest, die Vereine können die Hallen ab 1.1. bis zum Inkrafttreten der neuen Sportförderrichtlinie und der damit verbundenen Regelwerke zu den alten Bedingungen nutzen. Das haben wir jetzt als Übergangsregelung so veranlassen müssen, nachdem die ursprüngliche Arithmetik des Haushaltsentwurfs nicht mit der aktuellen Fassung der Sportförderrichtlinie übereinstimmt. Das heißt aber, also ich entnehme sozusagen Ihre Antwort und auch, sage ich mal, dem Entwurf dann, den wir ja praktisch auch in der Diskussion hatten, dass weder bei der Beteiligungsverwaltung noch für den Eigenbetrieb Sportstätten diese Mehrbedarfe im ursprünglichen Entwurf durch die Verwaltung eingestellt worden sind. Ist das richtig? Da ist kein expliziter Titel gebildet worden. Es ist aber in ständiger Abstimmung auch mit der Kämmerei Einigkeit gewesen, dass dieses Problem gelöst werden muss als Übergangsproblem, das sich zurzeit stellt, bis zum Inkrafttreten der Sportförderrichtlinie. Da sind wir dabei und es wird jetzt in Kürze auch eine Information der Schwimmvereine gemeinsam mit dem Stadtsportbund erfolgen.
Eine zweite Nachfrage. Das heißt aber, ich weiß es nicht, dann, also ich hatte auch nachgefragt, dann, in welcher Höhe diese Mehrbedarfe angefallen sind. Dann, also die ist noch offen, diese Frage, oder die Antwort noch fällig. Und letzten Endes auch die Frage dann nach diesem Mehrbedarf, dann, in welcher Form der ermittelt worden ist. Dann, was ist da jetzt sozusagen eingestellt worden dann für diese Sportvereine, für die Schwimmsportvereine dann, dass ab 1. Januar praktisch dann auch die Möglichkeit des Trainings besteht? Weil wir haben ja auch aus dem Wirtschaftsplan, wissen wir ja dann, dass diese Auffallbeträge nicht mehr da sind. Ich hätte es jetzt gerne gewusst, dann, wo Sie jetzt sozusagen das Geld hernehmen konkret dann für die Sicherstellung ab 1. Januar 2017 für den Trainingsbetrieb. Die Deckungsmittel stehen auf jeden Fall zur Verfügung. Darüber werden die Vereine informiert. Für alles Weitere verweise ich auf die Aufstellung, die ich Ihnen nachliefern werde. Also Sie wollen es mir nicht sagen. Zwei Nachfragen sind zulässig, das wäre passiert. Insofern kommen wir zur nächsten Fragenfraktion. Das ist die SPD-Fraktion. Herr Blümel, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, am 17. März diesen Jahres hat der Stadtrat beschlossen, ein Grundstück auszuschreiben, um den Wiederaufbau des Narrenhäusels zu ermöglichen. Seitdem berichtet die Stadtverwaltung in jeder Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Liegenschaften insgesamt bereits 12 Mal. Die in einer Ausschreibung festzulegenden Rahmenbedingungen sind noch nicht abschließend geklärt. Das betrifft insbesondere, den Rest erspare ich Ihnen jetzt hier. Meine Fragen dazu sind, welche der genannten Rahmenbedingungen sind denn nun bereits geklärt und welche noch nicht? Auch hier übernimmt für Kollegen Schmidt-Lamontin Frau Jenisch die Beantwortung. Sehr geehrter Herr Blümel, Ziel der von Ihnen beschlossenen Ausschreibung ist ja die Auswahl des besten Bieters, aber auch die Klärung der Rahmenbedingungen mit dem Grundstück, sodass der angestrebte Wiederaufbau des Narrenhäusels dann auch alsbald erfolgen kann. Deshalb hatte die Stadtverwaltung nach dem Beschluss eine Reihe von Grundlagen zu klären und hat auf Grundlage eines städtebaulichen und landschaftsplanerischen Konzeptes, wie angekündigt, bis Ende November die von mir im Anschluss aufgezählten Rahmenbedingungen geklärt und die Mitzeichnung der sogenannten technischen Ämter eingeholt. Das ist in solchen Fällen immer üblich, die Bauaufsicht, das Planungsamt, das Straßen- und Tiefbauamt und das Umweltamt. Folgende Inhalte waren zu beachten: die lagemäßige Einordnung des Narrenhäusels unter Beachtung der verkehrlichen Funktionalität der Augustusbrücke. Da ist es so, dass die Einordnung des Narrenhäusels abweichend vom historischen Standort mit einer leichten Verschiebung Richtung Osten erforderlich ist, damit der Gehweg entlang der Augustusbrücke verkehrssicher freigehalten werden kann, was sonst nicht möglich wäre. Zweitens, interimsweise und perspektivische Erschließung des Grundstückes. Die Erschließung des Grundstückes, Voraussetzung für jeden Bau und jede Baugenehmigung, ist nur interimsweise über die bestehende private Straßenanbindung zur Wiesentorstraße möglich. Eine Erschließung über die Augustusbrücke ist nicht möglich, so wie wir die Augustusbrücke jetzt beplanen, wie es der Stadtrat beschlossen hat. Die perspektivische Erschließung ist im Rahmen des laufenden Bauleitplanverfahrens zur städtebaulichen Entwicklung im Bereich des Königsufers, das ist der Bebauungsplan Nummer 3018, Dresden Innere Neustadt Nummer 9 Königsufer, noch zu finden. Darauf müssen sich die Bewerber für den Grundstückskauf einstellen. Drittens, die barrierefreie und fahrradfreundliche öffentliche Erschließung an den Elberadweg und Wanderweg. Eine fahrradfreundliche öffentliche Anbindung an den Elberadweg wird westlich des Blockhauses hergestellt. Eine weitere wird zwischen der Außengastronomie des Narrenhäusels und der Wiesentorstraße möglich sein, wie jetzt festgestellt wurde. Die genaue Lage wird vom Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs abhängen. Der Anschluss an den Elberadweg entlang der denkmalgeschützten Treppenanlage ist mit dem Landesamt für Denkmalpflege im November 2016 vorbesprochen worden. Im Vorfeld dieser Prüfung wurde die Geländemodellierung der gesamten städtischen und privaten Grundstücksflächen durch ein beauftragtes Landschaftsarchitekturbüro vorgeplant. Bedingt durch die mit dem Wiederaufbau des Narrenhäusels entfallene barrierefreie Anbindung direkt an die Augustusbrücke ist eine durch den neuen Grundstückseigentümer baulich herzustellende Treppenanlage sowie ein öffentlich zugänglicher Aufzug aufzuerlegen, weil wir sonst ja keine barrierefreie und keine Anbindung hätten. Eine radfahrfähige Erschließung, Rampenlösung oder Ähnliches direkt an die Augustusbrücke wird es dort
mit dem Wiederaufbau des Narrenhäusels nicht mehr geben können. Das ist technisch nicht vereinbar. Viertens, die Grenzen eines möglichen Grundstückszuschnitts. Der mögliche Grundstückszuschnitt orientiert sich an der historischen Nutzung des Narrenhäusels, der erforderlichen Erschließungsflächen sowie an der perspektivischen Entwicklung im städtebaulichen Umfeld. Die Fläche der Außengastronomie wird hiermit eingeschlossen. Fünftens, der Stellplatzbedarf. Die Lösungsmöglichkeiten zur Stellplatzproblematik für Autos und Fahrräder sind durch den zukünftigen Grundstückseigentümer aufzuzeigen und können natürlich auch Einfluss auf die zu veräußernde Fläche haben. Nun, nämlich am heutigen Tag, 15.12.16, ist das gesamte Erschließungskonzept sowie die daraus resultierenden Regelungsinhalte an das Liegenschaftsamt zur Beachtung für die Ausschreibung des Grundstückes übergeben worden. Die Formulierung der rechtlichen und finanziellen Ausschreibungsbedingungen und die zuvor erforderliche Einholung des Verkehrswertes durch Bewertung des Gutachterausschusses erfolgt unter Beachtung der oben genannten Regelungsinhalte durch das Liegenschaftsamt. Danke für die umfassende Antwort. Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen und nachfragen darf, es ist sozusagen jetzt von Seiten des Geschäftsbereichs Stadtentwicklung Bau die Zuarbeit an den Geschäftsbereich Finanzen, Liegenschaften erfolgt und daraus resultiert für mich jetzt die Frage, wann legen Sie denn, Herr Hilbert, dem Stadtrat nun die gewünschte Vorlage vor zum Verkauf dieses Grundstücks? Sobald wir so fertig erarbeitet haben, nach der Zuarbeit. Na, gibt es da irgendeinen Zeitraum, den Sie sich jetzt hier sozusagen festlegen? Soll das nochmal ein Jahr dauern? Wir haben am 17. März beschlossen, wir sind jetzt fast ein Jahr weiter. Weil das interessiert ja die Öffentlichkeit. Ja, dass ja am 1. Januar alles in einem Geschäftsbereich in einer Hand ist, gehe ich ja von einer sehr zügigen Abarbeitung aus, dass sie das dann unmittelbar auch erreichen wird. Gut, Sie wollen sich also hier nicht auf ein Datum festlegen. Wir kommen zur nächsten Fraktion, FDP Freie Bürgerfraktion, Herr Zastrow. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Thomas Blüm, es geht bei mir auch um Beschlüsse, die wir schon vor langer Zeit getroffen haben, und zwar zur Albertstraße hier im Neustädter Stadtzentrum. Da haben wir, glaube ich, schon vor über einem Jahr auf Antrag meiner Fraktion beschlossen, dass dort eine ebenerdige Querungsmöglichkeit für Fußgänger eingerichtet werden soll. Jetzt ist vor einiger Zeit diese Fußgängerbrücke abgerissen worden, aber die Hasenjagd geht weiter. Man sieht dort täglich Leute, wie sie versuchen, diese Hauptverkehrsstraße zu überwinden. Jetzt würde mich interessieren, was ist für die Stadtverwaltung unverzüglich? Das heißt, wann konkret wird jetzt diese doch, glaube ich, einfache Ampelanlage gebaut werden? Das ist meine erste Frage. Das zweite ist, voller Überraschung habe ich in der Zeitung gelesen, dass der grüne Baubürgermeister wohl tatsächlich plant, die Albertstraße zurückzubauen. Das heißt, eine leistungsfähige und wichtige, ein Verbindungsstück, eine Hauptverkehrsstraße, die in beide Richtungen zweispurig ist im Moment, soll einspurig für Autofahrer sein und jeweils eine Autospur, wenn ich das richtig verstanden habe, für Radfahrer zur Verfügung gestellt werden. Mich würde da ernsthaft mal interessieren, auf Grundlage welchen Stadtratsbeschlusses das jetzt noch passiert und wie die Stadtverwaltung diesmal rechtfertigt. Ich erinnere nur Diskussion Königsbrücker Straße, dass eine Hauptverkehrsstraße, an der täglich 25.000 bis 27.000 Autos, also mehr als bei der Königsbrücker Straße, ja fahren, was ja die Zahl ist, die auch rechtfertigt, zweispurig eine Straße zu haben, dass die zurückgebaut werden soll. Wie rechtfertigen Sie das, würde mich interessieren. Und mich würde interessieren, soweit ich die Gegend dort kenne, ob auch Alternativen für die Anordnung eines Radweges an der Albertstraße geprüft worden sind. Es gibt ja dort beispielsweise stadtauswärts einen sehr breiten Fußweg, einen überbreiten Fußweg, der von Fußgängern aber nicht genutzt wird, der aus meiner Sicht relativ einfach umbaubar wäre. Ist das geprüft worden, als man sich das hat einfallen lassen, diese Hauptverkehrsstraße jetzt zurückzubauen? Auch hier übernimmt die Beantwortung Frau Jenichen. Dem Stadtrat ist am 24.08. 2016 im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau
eine Informationsvorlage zur Kenntnis gegeben worden. Das war die Vorlage 12.38.16, die die weitere Planung im Straßen- und Tiefbauamt für die Fußgängerquerung dargelegt hat. Dazu werden gegenwärtig die fachspezifischen Anforderungen für die Tiefbauleistung zusammengestellt und die technische Ausrüstung. Dazu waren noch Detailabstimmungen mit der DVB zur Querung der Gleisanlagen und der erforderlichen Sicherungs- und Anlagentechnik notwendig. Die finanziellen Mittel für die Realisierung des Bauvorhabens sind nun für 2017 im Haushalt des Straßen- und Tiefbauamtes eingestellt. Wir informieren dann gern, wenn es soweit ist, dass begonnen werden kann. Das war die Antwort zur Querung. Also es gibt noch, weil 2017 ist gut, aber Januar oder Dezember, wann soll es werden? Ich kann es Ihnen nicht genauer sagen. Das Haushaltsjahr hat noch nicht begonnen, aber ich sage Ihnen zu, dass Sie eine Information bekommen als Stadtrat. Zur Umgestaltung der Albertstraße. Die Integration von Radverkehrsanlagen im Zuge der Albertstraße auf die Straße ist aufgrund der Bedeutung dieser Straße als Hauptradroute für den Radverkehr Gegenstand verschiedener verkehrs- und stadtplanerischer Untersuchungen gewesen, unter anderem dem Verkehrsentwicklungsplan 2025+, dem Radverkehrskonzept, das Ihnen jetzt vorliegt, und dem Rahmenplan Nummer 715.2 Innere Neustadt. Die grundsätzliche Leistungsfähigkeit einer dreistreifigen Straßenraumaufteilung, also zweimal Fahrstreifen Richtung Carolaplatz, einmal Fahrstreifen Richtung Albertplatz, wurde untersucht und ist nach Ansicht der Stadtverwaltung gegeben. Wir werden aber diese konkreten Überlegungen dem Ausschuss für Stadtentwicklung noch zur Diskussion vorlegen. Zur Frage nach den Alternativen. Dazu möchte ich vorbemerken, die Visualisierung, die Sie in der Zeitung gesehen haben, beruhte nicht auf Unterlagen der Stadtverwaltung, sondern auf einer älteren Visualisierung der ADFC. Wenn wir Ihnen das also vorstellen, werden Sie die gültige Visualisierung sehen. Diese ist eine Vorstellung des ADFC und nicht der Stadtverwaltung. Im Bestand jetzt wird der Radverkehr vom Carolaplatz aus bis zum Albertplatz in Höhe der Rechtsabbiegespur in die Bautzner Straße auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg geführt. Diese Führungsform hält die Stadtverwaltung für eine Hauptradroute für ungeeignet. Die vom Kfz-Verkehr abgesetzte Führung führt besonders bei den Kreuzungen wegen der schlechten Erkennbarkeit zu verkehrssicherheitsrelevanten Konflikten mit abbiegenden Fahrzeugen. Dem Radverkehr in Richtung Carolaplatz steht im Bestand keine straßenbegleitende Radverkehrsanlage zur Verfügung. Im Zuge der bisherigen verkehrsplanerischen Untersuchungen für den Radverkehr erfolgte eine Variantenbetrachtung zur möglichen Führung im Straßenraum, also als Radfahrstreifen, beziehungsweise im Seitenraum als Radweg. Lösungsansätze, welche eine Beibehaltung der bestehenden vierstreifigen Straßenraumaufteilung für den Kfz-Verkehr berücksichtigen, bedingen unabhängig von der Führungsform immer erhebliche Eingriffe in die bestehenden Seitenräume, also beim Straßenbegleitgrün im Haltestellenbereich. Im Ergebnis wurde die Einordnung von Radfahrstreifen zulasten einer Kfz-Spur in Richtung Albertplatz verkehrsplanerisch untersucht und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Albertstraße geprüft. Im Moment erfolgen die Abstimmungen zur Umgestaltung der angrenzenden Verkehrsknoten Carolaplatz und Albertplatz Süd. Und Sie werden das dann, wenn es fertig ist, wie gesagt, im Stadtentwicklungsausschuss diskutieren können. Eine Nachfrage. Zu welchen Ergebnissen ist man gekommen, was das für den Autoverkehr bedeutet? Wir haben ja dort eine Carola-Brücke, die zweispurig auf den Carolaplatz und auf die Albertstraße zuläuft. Es gibt laut Verkehrsentwicklungsplan ja noch andere Pläne. Ich denke nur an die große Meißner Straße. Auch da gibt es Rückbaupläne. Es gibt eine Augustusbrücke, die demnächst wegfällt. Das hat ja alles Auswirkungen. Welche Auswirkungen, zu welchen Ergebnissen ist man bezüglich des Autoverkehrs gekommen? Sie haben völlig zu Recht zitiert, dass der Verkehrsentwicklungsplan, den der Stadtrat ja beschlossen hat, diese Maßnahmen vom Grunde her vorgedacht hat. Die konkreten Untersuchungen und Auswirkungen werden wir Ihnen dann im Stadtentwicklungsausschuss vorstellen. Das ist für das erste Quartal 2017, also im nächsten Jahr, geplant. Okay. Ich kann uns nur empfehlen, dringend das Thema in den Stadtrat zu holen, was wir als FDP auch machen werden. Danke. So, zum Abschluss der Fragestunde für die Fraktionslosen, Herr Krien, bitte.
Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, das Oberlandesgericht Celle hat ein ganz erstaunliches Urteil gefällt. Es ist jemand auf dem Bolzplatz gestürzt, hat sich verletzt und hat Schadenersatz zugesprochen bekommen. Und soweit man das der Presse entnehmen kann, hat dieses Urteil höhere Sicherheitsstandards auf Bolzplätzen gefordert. Obergerichtliche Rechtsprechung ist bekanntlich übertragbar. Wir sollten also auch in Dresden fragen, sind wir davon betroffen? Hannover hat erstmal 60 Bolzplätze gesperrt, 20 bleiben wohl dauerhaft zu. Jetzt frage ich dazu, hat die Stadt Dresden das Urteil bereits ausgewertet, also richtig intensiv gelesen, oder was ergibt sich nach einer vorläufigen summarischen Prüfung für Dresdner Bolzplätze? Ist eine Reaktion wie in Hannover geplant oder ist sie auszuschließen? Und ergeben sich auch Konsequenzen für andere öffentliche Plätze, also wie Spielplätze, Parks oder andere Freiflächen, für die die Stadt zuständig ist? Hier übernimmt die Beantwortung Frau Bürgermeister Jenichen. Wir haben das in der Presse verfolgt, konnten das Urteil in dem Schadensersatzprozess in Hannover jedoch nicht auswerten, weil es bisher nicht veröffentlicht worden ist. Insofern ergeben sich daraus bisher keine Konsequenzen für die Stadtverwaltung. Zur zweiten Frage, eine Reaktion, eine Schließung von Spielplätzen aufgrund des Urteils erwarten wir nicht, da wir unsere angesprochenen Flächen, Spielplätze, Bolzplätze in kurzen Abständen regelmäßig auf Schäden kontrollieren und dem Schadbild entsprechend zeitnah reparieren. Der überwiegende Teil der Anlagen sind Kunststoff- oder bituminöse Flächen, bei denen dieses Problem wie in Hannover so nicht auftreten kann. Wir nehmen das aber ernst und kämpfen auch darum, dass wir da genügend ausgestattet sind als Geschäftsbereich. Gut, ich habe es jetzt so verstanden, dass Sie verfolgen, wann das Urteil veröffentlicht wird und dann entsprechend lesen. Wir verfolgen immer die Entwicklung zur Verkehrssicherungspflicht, wie es unsere Pflicht ist, selbstverständlich. Damit hätten wir die Fragestunde abgeschlossen und würden in der Tagesordnung fortsetzen mit dem Tagesordnungspunkt.